Es tut mir unglaublich leid, aber die Zeit ist gekommen. Wir unboxen ab sofort Adventskalender. Freunde, es ist die Zeit gekommen. Wir haben heute 33 Grad und ich kann mir viele, viele schöne Dinge vorstellen, als Adventskalender auszupacken. Aber die ersten Adventskalender tauchen online bereits auf und ich habe auch schon den ersten hier gefunden von W7 Beauty, den Beauty Blast Adventskalender. Ich habe ihn bei Amazon gefunden, ich verlinke ihn euch in der Infobox. Und das Ganze sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Wir starten mit einem Knaller und ich hoffe, ihr habt Lust darauf und ihr kennt meine Regeln beim Adventskalender-Unboxing. Ich werde euch nicht die Reihenfolge der Adventskalender-Türchen zeigen, damit, falls ihr euch den Adventskalender kauft, natürlich auch noch eine kleine Überraschung habt, aber wir werden die Produkte bewerten und ich zeige euch, was alles drin ist. Der Adventskalender hat 29,95 Euro gekostet, hat 24 Türchen und ist aktuell auf Amazon erhältlich. Die Produkte hier drin sollen alle PETA-approved sein. Ich habe schon mal von W7 gehört, es gab mal eine Parfümerie bei uns, da wo ich gewohnt habe früher. Gabriel, glaube ich, die hatten W7 Cosmetics und ich meine mich zu erinnern, dass das ziemlich viele Dupes waren. Deswegen starten wir einfach mit den Produkten. Das Design ist sehr hübsch. Ihr könnt das einmal so aufstellen und dann aufklappen und dann habt ihr hier 24 schöne Türchen, die wieder zu befüllen sind. Ich finde den Preis ziemlich, ziemlich gut. 30 Euro ist nicht schlecht. Kommt natürlich auf den Inhalt drauf an, aber dafür sind wir da. Den testen wir jetzt. Wie auch im letzten Jahr probiere ich, Adventskalender-Videos eher auf den Sonntag zu legen, damit es nicht meinen typischen YouTube-Rhythmus durcheinander bringt. Vielleicht passiert es mal, dass ein Adventskalender irgendwo mit drin ist, aber nur damit wir mal drüber gesprochen haben. Okay, wir starten mit dem ersten Türchen und wir haben hier einen Lip Twister. Das ist ein Lip Liner in einem schönen koralligen Ton. Wird ihn jetzt nicht benutzen, ihr kennt meine Regel. Ich sammle alle Inhalte der Adventskalender und verlose sie dann Anfang Dezember für euch. Vielleicht schaffe ich sogar 24 Adventskalender für euch selbst zu befüllen, die ich euch dann schicken kann. Also folgt mir, damit ihr das nicht verpasst. Also ein Lip Liner kommt in Holz und ist sogar vegan. Das sieht ja süß aus. Wir haben so einen kleinen, was ist das? Entweder das ist ein Monolidschatten oder es geht so ein bisschen in die Blush-Richtung. Sehr, sehr schöner Ton. Hat einen leichten Schimmer mit drin. Packaging, muss ich sagen, ist ein bisschen günstig. Aber das ist völlig in Ordnung. Wir schauen mal, wie die Produkte weiterhin sind. Wir machen direkt weiter. Ihr kennt meine Adventskalender-Unboxings. Ich packe erstmal aus und dann am Ende bewerte ich. Ist jetzt nicht so unbedingt was für mich. Ein Zopfgummi, aber es ist eigentlich ganz hübsch. Also es ist nicht so einfach, sondern es ist wirklich mit so ein paar Strasssteinchen. Hier steht zwar W7 einmal dran, ist aber nett gemacht, hat eine schöne Farbe und wird zu vielen Haarfarben, glaube ich, auch passen. Hat einen guten Zug. Ist so ein bisschen wie so ein Scrunchy, glaube ich. Ich finde es immer in Ordnung, muss ich dazu sagen. Ich habe ja jetzt wirklich auch schon die letzten Jahre viele Adventskalender ausgepackt. Ich finde es auch in Ordnung, wenn mal ein paar Filler-Produkte mit drin sind. Gerade wenn es ein Adventskalender von einer Eigenmarke ist, wie beispielsweise jetzt W7, ne? Die haben ihre eigenen Produkte, die können da nicht was von Essence mit reinmachen. Dann ist das für mich in Ordnung. Wenn es aber Adventskalender sind mit vielen verschiedenen Marken, erwarte ich keine Filler-Produkte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es muss im Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Und keine Abo-Fallen mit dabei haben. Wow. Das Adventskalender-Video vom letzten Jahr, das liegt mir heute noch in den Knochen. Wir haben ein Lippy Chick, ein Ultra Cream Lipstick. Das ist ja natürlich eine krasse Farbe. Ist zwar ein kleiner Lippenstift, aber in so einem richtig, richtig schönen Braun. Ich liebe ja braune Lippenstifte. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das sehr gerne. Ich finde, das ist immer eine schöne Farbe und ich muss auch sagen, das ist zwar jetzt klein, ich bin wahrscheinlich heute noch ein bisschen gemächlich mit den Inhalten der Adventskalender. Aber sowas ist für unterwegs halt immer ganz gut. Wir haben den King Cole Kajal. Das ist ein Kajalstift. Kann man immer gebrauchen in einem tiefen Schwarz. Finde ich in Ordnung. Es ist auch übrigens immer so ein bisschen eingepackt. Also man hat doppelte Spannung. Green Apple Overnight Lip Mask. Eine Lippenmaske in so einem kleinen Döschen. Es riecht sehr, 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 sehr gut. Es fühlt sich ein bisschen günstig an, aber es ist auch alles günstig. Aber wir machen mal ein großes Türchen auf. Wir haben ein Make-up Puff, auch süß. Ich glaube, hier ist noch ein kleiner Lippenstift drin. Toll. Ich persönlich freue mich jetzt, dass ich die Kalender im August auspacke, wenn noch der Herbst dazwischen kommt und dann so eine
wunderschöne Farbe mit dabei ist. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass sie auch wirklich dieselbe Farbe der Hülse gemacht haben wie den Lippenstift. Ich muss dazu sagen, dass das sind so kleine Details, die ich beachte. Das ist schon sehr teuer, das zu machen, ne? Du kaufst meistens, also ich habe jetzt hier einen Lippenstift. Das ist eine Stockhülse. Die gibt's in millionenfacher Ausführung auf Lager und dann wird die befüllt, weil die kann jede Firma benutzen. Das hier ist individuell für den Lippenstift gemacht, weil die Farbe halt individuell ist. Da muss ich euch einen kleinen Spoiler geben. Das ist etwas, was mich persönlich immer enttäuscht. Das war die 1. Und da haben wir auch nochmal so ein Scrunchie mit drin. Wenn ich einen Kalender machen würde, was ich nicht mache, dieses Jahr zumindest nicht, dann würde ich nicht die 1 mit dem doofen Produkt befüllen. Weil ich will mich ja freuen. Ich will sagen, boah, so ein krasses Produkt schon in der 1. Dann habe ich eine gute Erwartungshaltung an die Produkte. Wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, okay. Aber ist okay, es ist auch ein bisschen größer, es ist ein bisschen schwarz und es fühlt sich wirklich gut an. Es ist sogar gar nicht so schlecht verarbeitet. Der ist ja schön. Wir haben einen Highlighter, der ist richtig, richtig schön. Ich nehme ihn mal ein Stück zurück, dann seht ihr ihn besser. Der hat 3, 4, 5 verschiedene Farben, von einem Weiß bis zu so einem schönen dunklen Fliederton. Sehr, 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 sehr hübsch, sieht sehr schimmernd aus. Kann man mit Sicherheit aber gut auch als Monolidschatten benutzen. Sowas mag ich immer ganz gerne. Wir haben noch so einen kleinen Lippenstift in einem Hot, Hot Pink. Den kann ich mir auch gut als Blush vorstellen. Ne? Die sollen ja so ein bisschen creamy sein. Deswegen sind das gute Blush-Produkte. Und ich muss auch dazu sagen, farblich, bis jetzt vor allem von den Lippenstiften, ne, hast du wirklich verschiedene Töne, sodass, egal welche Hautfarbe du hast, du einen Lippenstift gut benutzen kannst. Es sind schon ein paar Mini-Größen mit dabei. Ich kenne nämlich dieses Produkt. Das ist das Banana Dreams Puder. Das ist ein Baking-Puder. Ist ein sehr, 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 sehr gutes Puder, Tatsache. Riecht, glaube ich, sogar ein bisschen nach Banane. Aber ist ein gutes Produkt. Also mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Hatte ich früher. Also W7 ist mir bekannt als Marke, die ich früher immer ganz gerne gekauft habe. Im nächsten Türchen befindet sich ein weiterer Lip Liner. Aber diesmal in einem Hot, Hot Red. Sieht sehr, sehr spitz aus. Ich nehme jetzt nur mal eine ganz, ganz kleine, einen ganz kleinen Swatch. Sehr, sehr scharfe Spitze. Ist gar nicht so dunkelrot. Ich finde die Verpackung wirklich süß. Glow Commotion, ein Schimmer-Highlighter. Wir haben hier so einen schönen Highlighter in so einem schönen Champagnerton. Sieht auch ein bisschen dunkler aus, aber wie gesagt, je nachdem, welche Hautfarbe du hast, hast du auf jeden Fall immer was dabei. Ist ein schönes Produkt, kann ich mir gut vorstellen, dass es für viele funktioniert und du hast halt ein vollwertiges Make-up-Produkt. Mein Anspruch an Make-up-Kalender ist, ich weiß nicht, ob der fair ist, dass du nicht ganz ein Full-Face mit hinkriegen kannst. Aber die meisten werden sich nicht 27 Adventskalender kaufen und wollen dann vielleicht über Neujahr oder über Weihnachten auch selber die Produkte benutzen. Und ich glaube, dass das eine gute Sache sein kann, wenn man viele Produkte hat in einem Adventskalender, dass man die dann an Weihnachten nutzen kann. Wir haben eine Handcreme. Optisch erinnert mich das Ganze ziemlich stark an Rituals. Kann man riechen? Nee, ist leider, doch ein bisschen kommt durch. Ist im Style Lotus und White Tea. Also das ist eine W7 Dupe Marke so ein bisschen. Eine halbe, vielleicht war mal Rituals zufälligerweise am Laden vorbeigelaufen und hat so ein Fläschchen fallen lassen, Handcreme. Wir haben einen Beauty Blender oder so ein Beauty Schwamm. Fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Ist jetzt schon weich. Aha, aha, aha. Wir haben den Honolulu Bronzer. Der sieht jetzt ein bisschen ockerfarben aus, finde ich, hier in dem Licht. Aber ist ein Dupe zu dem Benefit Hoola Bronzer. Also auch wenn ihr das Full-Size-Produkt kennt, ist es ein wirkliches Dupe. Ist ein bisschen billig raufgeklebt. Ist ein bisschen traurig raufgeklebt, aber ihr habt einen Bronzer mit dabei. Eye Captain, ein Liquid Eyeliner mit so einer recht schön schmalen Spitze. Vegan und parabenfrei sogar. Ist eine sehr, sehr gute, spannende Spitze. Damit kann man gute Liner ziehen. Die ist so ein bisschen weicher, aber nicht so einzelne Haare, sondern wie so ein kleines Schwämmchen vorne dran. Sieht gut aus. Wir haben einen klaren Lipgloss. Also, ja, jetzt nervt es mich ehrlich gesagt ein bisschen. Jetzt haben wir nämlich sehr, sehr viele sehr, sehr kleine Produkte mit drin. Ein Glamorous Gloss ist süß.
Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Also, am Anfang dachte ich mir, oh, ist schon süß, aber jetzt ist halt auch viel Mini mit dabei. Hier sind 1,5 Milliliter drin. Das esse ich an einem Tag. Wir haben noch einen kleinen Glamorous Gloss, diesmal aber in einer anderen Farbe. Das Türchen ist sehr schwer. Das ist die More Lashes Mascara. Auch die erinnert mich ein bisschen an die Roller Lash Mascara. Und ja, auch wenn ich mir das Füßchen anschaue, das ist ein Dupe zur Benefit Roller Lash Mascara. Sehr, 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 sehr gute Mascara. Ich weiß jetzt nicht, wie die von W7 ist. Üblicherweise sind die meisten Produktionen dieselben. Noch ein Dupe. Oh, wir haben einen großen Gloss. Wir haben den My Atlantis Gloss. Und wir haben noch ein Türchen. Oh, das Geräusch hat mir ein bisschen gefehlt, ne? Und noch ein Lip Liner, ähnlich in der Pillow Talk Farbe. Also, ich muss dazu sagen, 29,95 €. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern. Ich finde, das ist okay. Wenn man jetzt mal rechnet, jedes Türchen 1 Euro und ein paar zerquetschte. Wir haben drei verschiedene Lip Liner. Wir haben drei verschiedene Ultra Cream Lipsticks. Wir haben einen kleinen Gloss. Wir haben einen noch kleineren Gloss und den in zwei verschiedenen Farben. Wir haben Bronzer, wir haben Highlighter, wir haben Monolidschatten, wir haben sogar einen Kajal und eine Mascara. Also man kann schon einiges damit machen. Ich finde, es ist okay. 29,95 finde ich jetzt im Vergleich zu vielen anderen Beauty-Adventskalendern nicht so teuer. Hat aber Spaß gemacht, die Sachen auszupacken und auch die Reihenfolge. Ich habe natürlich auf die Zahlen geguckt. Du hast halt nicht 3 Tage hintereinander einen Lipgloss und 3 Tage hintereinander dann einen Lippenstift, sondern es war schon sehr gut durcheinander, in Anführungszeichen, verteilt. Fand ich in Ordnung, hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Adventskalender sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen pessimistisch, eine 7 von 10. Passt auf euch auf.